Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Und heute haben wir endlich die benötigten Heilspule gefunden, die wir beim letzten Mal gesucht haben. Der Fehler war einfach nur, dass das Spiel mal wieder scheiße war. Und jetzt haben wir das Spiel neu gestartet und siehe da, es funktioniert. Wir müssen jetzt verbesserte Motoren herstellen. Ich würde aber glatt behaupten, wir werden jetzt nochmal kurz losgehen und die Baupläne finden. Haben wir die nicht schon gefunden? Hätte ich schwören können. Aber gut. Ui. Energy trinken macht rübsig. Rübsig ist ein Wort, das steht im Duden. Guck nach. Guck nach! Okay, gehen wir mal hier raus. Und dann gehen wir wieder zu Rayleigh. Weil ich offensichtlich die Baupläne nicht gefunden habe. Obwohl wir alle gesehen haben, dass ich sie letzte Woche... gestern... Frag mich nicht, ich weiß. Ich bin vor 20 Minuten aufgewacht, Freunde. Ich bin aufgeregt, ich bin völlig fertig. Aber, wisst ihr was? Wenn ich heute Nacht gearbeitet habe, dann komme ich am Donnerstag um 7 Uhr morgens zu Hause an und soll ich sagen, was dann... Soll ich euch sagen, was dann ist? Wochenende. Falls ich das Wochenende überhaupt überlebe. Oder bis zum Wochenende komme. Ich habe da halt einen Herzinfarkt gerade bekommen. Also Schmiede. Okay, wir bleiben einfach cool. Die Brandbestie ist mal wieder da. Ich weiß nicht, was die von mir will. Aber ich habe auch nicht genug Munition, um mich um sie zu kümmern. Jetzt ist sie wahrscheinlich wieder weg. Will die mich eigentlich verarschen? Es ist das, was du willst, Brandbestie. Hä? Willst du mich mobben? Okay, gehen wir... Oh Gott, beeil dich. Ich hab die Flügel schon gehört. Nein, wieso gucke ich hin? Ah. Nein, tu es nicht, Katze. Eigentlich muss man die Katze ignorieren. Achso, der hat mich nicht gesehen. Alles gut. Gehen wir zurück in Le Bunker. Ja, Katze, du bist weich, du bist flauschig. Du hast was zu essen verdient. Oh oh, ich habe ihn auf den Hintern geschlagen. Der ist jetzt nicht mehr so gut drauf. Piep, piep. Piep, piep. Ja, wirst du schon pissig? Gleich springt er mir so hier an den Arm, weißt du, zerfetzt ihn. Ich muss echt aufpassen. So, ist hier... Ich habe so das Gefühl... Es ist nur ein Gefühl. Aber irgendwie glaube ich, dass die Quest hier verbuggt ist. Ist nur so ein Gefühl. Okay. Ich habe mich gerade erschrocken. Mit dem eigenen Schuss. Wir gehen hier kurz mal runter. Guck mal, hier war gerade jemand. Hat alles aufgeräumt für uns. Vielleicht war hier gerade jemand, hat die Pläne schon eingesammelt. Okay. Und deswegen können wir sie nicht mehr einsammeln. Wer weiß. Auf jeden Fall habe ich hier keine Questmarkierung. Oh, das ist auch leer. Kann ich die hier bauen? Die Motoren? Ist ja eine Bastelwerkstatt, ne? Ach. Dann halt nicht. So, Blechdosen nehmen wir mal mit. Ich glaube ja, dass besagte Baupläne, die wir finden wollten, eigentlich markiert werden müssen.
Ich sehe hier nämlich nichts. Ja. Ich habe mich mal wieder verarschen lassen vom Spiel. Ist ja nicht das erste Mal. Aber Bethesda hat es ja drauf, mich zu verarschen. Deswegen. Ach komm. Auch wenn es eine Rüstung wäre, die ich wirklich gebrauchen könnte. Vielleicht muss ich sie einfach nur aktivieren. Wir haben ja schon einen Teil gefunden. Okay, das ist eh bekannt. Befehle, bla bla. Pfadfinderbuch, Rezepte, 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 Rezepte. Richtig. Nö. Hatte ich nicht was gefunden? Ich hätte schwören können, dass wir gestern einen Teil gefunden haben. Nerven, Nerven, ne? Nerven, Katze. Das kannst du gut. Richtig. Es ist noch nicht mal 17 Uhr, Katze. Was? Was? Er lässt sich nicht mal mehr wegschubsen, ne? Das ist eine penetrante Katze. So, wie kommen wir jetzt hier raus? Ich scheiße jetzt auf die Rüstung. Weil ich lasse mich hier nicht verarschen. Wir gehen nochmal kurz die anderen Räume ab und dann lasse ich mich nicht verarschen. Weil ich weiß offensichtlich, dass wir es gefunden haben. Hatten wir endlich das hier gehört? Ja, ne? Doch, hatten wir gehört. Gut, komm, lassen wir uns nicht verarschen von dem Spiel. Ich sehe das hier langsam nicht mehr ein. Oh Gott, ich komme hier nie wieder raus, oder? War hier nicht die... Sollte hier nicht der Ausgang sein, anstatt eine Toilette? Alles klar, gehen wir raus. Wenn ich hier jetzt rauskomme und da ist dann wieder die Brandbestie, dann wissen wir, dass die Brandbestie uns mittlerweile verfolgt. Es kann ja gut sein, dass wir jetzt bereits an einem Level sind, wo die Brandbestie sich denkt, ey, cool, der ist ja schon auf Level 35, langsam ist er gar und ich kann ihn essen. Ja, ich laufe ja die ganze Zeit durch die Atomwüste hier, ne, durch die Vorlaut und der röstet mich natürlich so ganz langsam. Und irgendwann bin ich halt wirklich durch für die Brandbestie. Und dann denkt er sich, der isst mich einfach. Ach komm. Kleines Arschloch. Wenn er nicht bekommt, was er will, ne? Dann springt er an die Tür und denkt sich, ich ärgere dich halt. Am besten ist die Tür wieder von meinem Zugang. So. Dann gehen wir halt zu Abbys Bunker. Was soll's. Oh Gott. Das läuft doch schief. Bestimmt auch noch wieder verbuggt. Oder? Ich hoffe ja nicht. Ich wette, ich muss einfach nur in eine Bastelwerkstatt. Wenn ich hier jetzt gleich irgendwie eine verbackte Scheiße finde, dann reisen wir nach Hause und gucken, ob wir da in die Werkstätten rumbasteln können. Das sieht gut aus. Sieht gut aus. Durch. Gut, ab. Ich verbrauche keine Munition. Ja, es war klar, Bastelwerkstatt. Ich wette, dass die Bastelwerkstatt
bei Rayleighs einfach so verbracht war. Okay, Level up. Wieso nicht? Okay, stellen wir her, machen das Level up und hauen ab. Okay, ich brauche Questgegenstände. So. Okay. Wähle auf dem verbrannten Aufspür-Hauptterminal die Option Motor verbessern aus. Okay. First habe ich aber erstmal ein Level-Up zu machen. Du kommst. So, wir wollten ein bisschen auf Damage gehen, ne? Revolver hält. Deine nicht automatischen Pistolen verursachen nun 10% mehr Schaden. Deine nicht automatischen Pistolen verursachen nun 10% mehr Schaden. Ich habe ja schon einen Revolver hält, ne? Lass mich mal kurz gucken. Waffenläufer. Können wir später ersetzen. Revolverheld. Wir haben Revolverheld nicht ausgebildet? Ernsthaft? Ich habe irgendwie fraglich. Okay, dann machen wir Revolverheld zu Ende. Soll ich das nicht ausgebildet? Das heißt, wir haben Profi-Revolver-Held noch gar nicht angefangen, ne? Ach, die nicht-automatischen Pistolen. Ah, ich habe Waffen gelesen. Ja gut, das erklärt einiges. Hüftgold. Okay, wir hätten da noch Perception, ne? Durch grundlegendes Kampftraining verursachen deine automatischen Gewehre. Ich verstehe halt nur nicht, warum das eine Sniper ist. Kommandosoldat, automatischen Gewehre. Leute! Alle, die jetzt hier Fallout spielen. Kommandosoldat, ist das wirklich automatische Gewehre? Ist das vielleicht ein Übersetzungsfehler, weil... Wobei... Ich glaube, die haben sich da eher vertan. Halt, weil das, ein Sniper ist halt nicht automatisch. Du versuchst 20% Schaden gegen leuchtende Gegner. Doppelte Menge ist natürlich nicht schlecht, aber nicht notwendig. Die Nachladegeschwindigkeit von automatischen Gewehren wird um 10% erhöht, außerdem verbessert sich das Feuern aus der Hüfte. Du erhältst zwischen 18 Uhr und 6 Uhr eine Intelligenz und eine Wahrnehmung. Initiative, oder? Int war doch... Nee, Intelligenz ist richtig. Extra Wurst, du erhältst 10 Energieresistenz. Deine nicht automatischen Gewehre verursachen nun... Da, Gewehrschütze. Den habe ich aber. Auf Anschlag, oder? Da, Profi-Gewehrschütze. Ich hab's gefunden. Okay. Okay, das wird uns jetzt nochmal ordentlich stärker machen. Gibt es hier noch so Schönes? Deine Gewehre ignorieren 12% Rüstung und besteht eine Chance von 3% Gegner zum Taumeln zu bringen. Okay. Ich habe mich entschieden. Yeah! Okay, dann gehst du darauf. Messi. 2 Punkte ungenutzt bei Stärke. Achso, die tauschen sich aus. Ah, okay. Gut.
Ja, mir wurde gesagt, dass es bei Charisma irgendwie noch richtig geile Sachen gibt. Weiß ja nicht. Bisher war halt nichts. Kann man sich den Scheiß nicht angucken? Nee. Oder hätten wir uns gerade angucken sollen. So, die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, wie viel Schaden hauen wir jetzt damit raus? Fünf mehr. Ja, gut. Besser als gar nichts, würde ich mal sagen. Ne? Ich hatte ja die Hoffnung, dass wir jetzt richtig pervers viel machen. Hey, das ist ein Safe. Aber offensichtlich ist dies nicht der Fall. Na gut. So, Motor verbessern. Wenn du das hier hörst, hast du fünf verbesserte Detektormotoren und ein funktionierendes Verbindungsgerät. Jetzt kommt der spaßige Teil. Zuerst musst du die beschädigten, verbrannten Detektoren im Moor reparieren. Danach muss das Verbindungsgerät an der Antenne in Top of the World angebracht werden. Vielleicht ist dir schon eine reizende Miss Nanny begegnet, die auf den Namen Rose hört. Ich habe ein Holoband programmiert, das du ihr zusammen mit dem Verbindungsgerät geben solltest. Über das Band erfährt sie, was dabei herausspringt. Das sollte sie dazu bewegen, uns zu helfen. Wir können das Verbindungsgerät nur mit Hilfe dieser Miss Nanny aufstellen. Und wenn du schließlich fertig bist, musst du wieder den ganzen Weg hierher zurückkommen. Ganz genau. Wir sind noch nicht fertig. Holoband für Rose. Ja, wir hatten gerade kurz die Mission, die Baggerrüstung zu bauen. Das hat sie erledigt. Was? Verbrannten Detektoren verbessern? Ich dachte, ich soll jetzt zu Abby. Zu Rose. Bin ich verwirrt. Howdy, Fremder. Du liebe Güte, warum habe ich das denn gesagt? Wie dämlich. Ich bin hier völlig allein, keiner hört zu, keiner kann sich lustig machen und ich kriege nicht mal einen einfachen Satz auf die Reihe. Super. Hallihallo, Überlebender? Auch nicht besser. Willkommen in meinem bescheidenen Bunker, wo wir alle tot sind. Hey, wie wär's, wenn du einen Batzen höchst gefährlicher Aufgaben für mich erledigst? Die sind es wert, versprochen. Du bist dabei, oder? Natürlich bist du das. Schließlich hängt das Schicksal der Menschheit davon ab. Dann ist mein Job erledigt. Okay, ich kann es schaffen. Ich kann es schaffen. Es geht hier um sie, nicht um mich. Ich kann es schaffen. Ich muss sagen, sehr sympathische Stimme. Gut geschauspielert, richtig gut. Also das ist eine Synchronsprecherin, Leute. Ich weiß nicht, wer das ist, aber die ist gut. Alter Schwede. Oh, zu Ende. Wie fester. Kriegt das bitte hin, dass im Ladescreen noch irgendwas gemacht wird? In Fallout 4 ging es auch, dass im Ladebildschirm noch gesprochen wurde. So. Verbessert. Das wirkt seltsam. Kann ich nicht gerade noch da durchlaufen? Ach, egal. Ich hinterfrage nichts mehr in diesem Spiel. Es ist seltsam. Ich gebe es zu. Aber es ist anscheinend normal für Bethesda. So, wo ist der letzte Dreck hier? Okay, die Aufgabe mit Rose habe ich anscheinend auch abgeschlossen. Dann brauchte ich gar nicht das Holoband dafür. Das ist ja verrückt. Wir haben jetzt die ganze Rose-Quest quasi nicht übersprungen, sondern vorgemacht. Also verfrüht beendet. So. Das ist richtiges Deutsch, ne? Hoffe ich doch zumindest. Gut. Folgendes, wir haben keine Rüstung an. Ich fühle mich ein bisschen verletzlich.
Okay. Ich lasse euch mal den Ghoul arbeiten. Ach, verdammt. Ah, da hab ich doch bekommen. Die kleine Potsau. Ey, ich sehe hier absolut gerade gar nichts, ne? Was? Kampfmusik? Ich sehe hier nicht mal einen Gegner. Wieso kommt hier Kampfmusik? Ich weiß ja nicht. Wie alt ist das Spiel schon? Ein halbes Jahr? Kommt hin. Ich habe jetzt gemacht... knapp 100 Folgen. Das sind... ja, 3 Monate? Sagen wir 3,5. Ja, sagen wir 3. Ein Monat lang ist bestimmt eine Folge, also Folge schon ausgefallen, weil ich zu faul war, die zu produzieren. Das heißt, ja, knapp 4 Monate ist das Spiel jetzt alt, ne? Oh. Deathclaw! Scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. War vielleicht nicht meine beste Idee. Okay, es geht. Er darf mich nur nicht sehen. Es ist ein 3-Sterne-Legendärer. Oh Gott, der heilt sich. Oh Gott, der heilt. Leute. Er hat mich noch nicht gesehen. Oh, ich bin überladen. Scheiße. Ich sehe ihn... Versteck dich bitte nicht. Oh, schlechtes Timing. Einfach cool bleiben, Zero. Was? Er hat wieder volles Leben. Oh, das war der Kopf, ja. Folge mir, mein Kleiner, folge mir. Nur sieh mich bitte nicht. Ach, scheiße. Folge mir in den Himmel. Ich geleite dich in ein besseres Land. Nein, und dann kriege ich nur einfach nur eine Rüstung. Verleiht bis zu 35 Energie- und Schadensresistenz. Das ist doch nicht dein Ernst. Das passt doch nicht mal ansatzweise mit meiner Waffe zusammen. Ey, cool, das passt zusammen. Ich verliere keinen Schaden dadurch. Woher habe ich den hier? Ist mir egal. Ah, doch, ich habe den Schaden verloren. Ah, ich habe mich schon gefreut. Ach, komm. So ein Bullshit. Weißt du, ich mache einen 3-Sterne-legendären Blatt und dann kriege ich so eine billige kleine Rüstung. Uhuhu. Ich habe von Weitem gedacht, das wäre eine Todeskralle, weil die so groß war. Aber nein, das war ein Schlinger. Der hat es richtig drauf. Und dann kriege ich nichts dafür. Oh, ist das... krank, roter Witwenblutkäfer. Ich lasse euch mal in Ruhe. Ich muss eh nicht zu euch hin. Ist mir alles scheißegal. Ich bin jetzt einfach nur pissig.
Ganz ehrlich, da habe ich ein bisschen mehr erhofft. Was ist das hier überhaupt? Achso, das ist die Pflanze. Alpha-Einsiedlerkrebs. Ah, okay. Ja, die prügeln sich. Ja, dann sollen die sich mal prügeln. Ist mir egal. Ich habe jetzt so viel Energie und Munition in den Typen reingesteckt. Ich habe vielleicht 100 Erfahrungen bekommen, was echt lächerlich ist für einen 3-Sterne-Legendären, der dich wahrscheinlich mit einem Hubs zerfetzen kann. Und was bekomme ich? Oh, ich bekomme eine Schulter, die mir Resistenz gibt, die überhaupt nicht mal zu meiner Waffe passt. Ich meine, klar, Bethesda kann nicht auslesen, was für eine Waffe ich habe und mir dafür perfekt was geben. Aber dieses Schulterstück ist schon ein bisschen armselig, muss ich sagen. Ist schon ein bisschen armselig. Ich habe mich einfach nur gefreut, endlich mal wieder einen Legendären zu treffen. Und dann war ich einfach enttäuscht über das, was ich halt bekommen habe. Bullshit. Ja gut, Leute. Ich würde sagen, bevor ich hier noch weiter meckere, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und gucken, wie uns Bethesda dann verarschen möchte. Haut rein, euer Zero. Tschüss.